sauber. Das hat sich doch gelohnt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier oben die Orte verbinden. Da fangen wir erstmal an mit Wasser. Bietet sich ja hier an. Und da baue ich erstmal einen Wasserturm. Gleich von hier unten. Ich baue erstmal bloß eine Zweierstation. Ich denke mal, das sollte gehen. Wegen Nahrungsmitteln müssen wir dann halt gucken, wie wir es machen. Wie wir die herkriegen. So, Wasser. Wasser mache ich, sag ich da einfach mal. So, vollladen. Zweimal und Abfahrt. Und dann dort hinten ist nix. Dort unten wäre eigentlich auch noch was. Obwohl, komm, ich baue einfach jetzt die Straße hier aus. Lass da einfach auch jetzt Autos fahren. Oh, jetzt finden die mich auch noch scheiße. Warum denn das? Ich habe euch doch nichts getan. Ich habe euch doch bloß eine Bahnlinie hingestellt. Jetzt immer noch schlecht. Ne, jetzt finden sie mich komischerweise gut. Also es sind auch schon Wendehälse hier. Ein paar Bäume gepflanzt und schon finden die mich geil. Ich glaube, das muss man nicht verstehen, meine Damen und Herren, zu Hause an den Geräten. Aber ich glaube, hier brauche ich vielleicht ein paar mehr Fahrzeuge, die dort. Intro-Musik! Jawohl, das war die Intro-Musik, meine Damen und Herren, ihr habt richtig gehört, Open Transport Tycoon, das Intro. Und ihr seht, dass ich hier schon angefangen habe, hier das, die Stadt hier unten mit Wasser zu versorgen. Das geht jetzt hier direkt ad hoc los. Brauche natürlich noch Wassertürme, die ich jetzt spontan noch errichten werde. Kostet zwar Geld, aber ich mache das gerne in meiner unendlichen Großzügigkeit. Ich habe ja genug Kohle auf dem Konto, 1,5 Milliarden. Da kann man auch mal hier, ne, ein bisschen Wasser durch die Gegend transportieren.
Interessant, die neuen schnelleren Fahrzeuge haben keinen Plus beim Gewinn verursacht und die Flugzeuge, die neuen, die wirken sich ja direkt aus. Schon. Die paar, die wir gebaut haben. Tja, jetzt müssen wir dort, wie gesagt, nur noch Nahrungsmittel hin transportieren. Und dann haben wir das eigentlich dort oben hier die Ecke geschafft. In unserer heutigen Aufnahme. Oh, 1,5 Stunden aufgenommen schon, das sind 6 Folgen. Das reicht ja bis nach Ostern. Ja, ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil ich bin ja die Woche, ich bin ja gar nicht da. Oh nee, ernsthaft? Sag mal, willst du mich verarschen eigentlich? Spiel? Gerade eben baue ich hier hin, dann wollen die das Ding einfach dicht machen. Ihr habt ja, seid doch bescheuert. Sollen die Scheiße? Ist doch kacke sowas. Ich baue noch eine neue dann hin. Kenne ich nix. So, da haben sie jetzt eine neue Wasserader entdeckt. Wollen sie einfach ein neues Ding hin, also... Manchmal ist diese Logik des Spiels einfach so schwachsinnig. Also der hat doch genau gemerkt, dass ich dort Zeug abtransportiere und dann fängt er hier an, das Ding einfach abzureißen. Nee, so geht's nicht. So, jetzt immer noch die Frage, Nahrungsmittel dort hochkriegen. Müsste eigentlich... Naja. Das ist, glaube ich, dann was für die nächste Folge. Die nächste Aufnahme, würde ich einmal sagen. Jetzt mache ich hier Subventionsangebot. Post haben wir noch gar nicht transportiert. Stimmt eigentlich, könnte man machen, aber na gut, die Flugzeuge machen das ja. Aber ich meine so richtig dedizierte Posttransporte haben wir ja nicht. Aber wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen sinnlos, das so zu machen. Mal beim zum Abschluss nochmal hier bei unserem Holzfäller. Dann können wir wieder ein bisschen was Neues geben hier. Tja, ein bisschen erkältet bin ich auch noch. Es zieht sich so ein bisschen hier. Mitte Februar haben wir es jetzt, als wenn das aufgenommen wird hier. Nur zur Info. Toruella de Selval irgendwas. Ah, und ist auch noch ein Bauernhof. Neugebauter. Kann man da irgendwo hinfahren vielleicht? Könnte ich doch eigentlich hier mit aufnehmen. Den ich dann einfach hier unten mit anbinde. Gibt es dort oben gleich ein bisschen mehr Nahrungsmittel. Oh, ach, das war unüberlegt. Na egal. Bauen wir hier halt drüber. Und dann wird das ja zweigleisig, aber das kennt er ja schon zu Genüge, wenn hier gebaut wird. Das Depot steht leider auf der falschen Seite. Gut, eigentlich bei so wenig Zugverkehr reichen auch irgendwelche Begegnungsstellen, aber ich fände das irgendwie geiler, wenn ja richtig gleich 2 Züge fahren. Und dann
Ich mache das einfach mal so jetzt hier. Jetzt ist die Frage, auf welchem... Ach, der fährt schon auf dem richtigen Gleis. Gut. So, und hier gab es dann Mais. Nämlich den Wagen. Mal, da macht eine Fabrik dicht. Das ist mir aber Rille. Betrifft uns nicht. Da ist schon wieder so ein Kack-UFO, ey. Meine Güte, geh doch nicht auf den Sack. Ist ja ätzend. Was soll denn das? Kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? So, gut, hier wird Wasser schon geliefert, aber... ohne die Nahrungsmittel ist das ein bisschen sinnlos, aber ihr seht ja schon, wir arbeiten hier unten schon dran. Hier könnte ich eigentlich auch zwei weniger nehmen. Es ist doch schon eine richtige Kleinstadt geworden hier mit Hochhäusern, also so schnell geht das. Wenn man die einfach mit Nahrungsmitteln und mit Wasser versorgt. So, die fliegen raus. Dann nehmen die sich alle hier wenigstens nicht gegenseitig das Wasser weg und hier die Einbahnstraße, die baue ich mal um. So. Ich hätte das jetzt so gemacht, dann könnt ihr nämlich geradeaus fahren und müssen hier nicht abbiegen. Also verringerte Unfallgefahr im Prinzip. Bei der alten Streckenführung, wenn die ja links abbiegen, kann das ja sein, dass aus der Richtung einer kommt, die dann crashen. Und so habe ich das jetzt halt entschärft. Denn ihr wisst ja, safety first. Ich denke mal, ich werde ja auch wieder zwei Stationen bauen. Hier eine Entladung. Oh, hier gibt es auch noch Wasser. Warum habe ich denn das vorher nicht gesehen? Na egal. Und dann hier und dann werden die mit zwei Zügen das Zeug irgendwie hin und her fahren. Aber wie gesagt, das ist in der nächsten Folge dran. Also freut euch schon mal drauf. Und lange geht das auch nicht. Wir sind schon im Jahr 2021. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir hier durch sind. Dann kommt die Spielzeugwelt. Obwohl ich, wie gesagt, die Spielzeugwelt, Spielzeugwelt am liebsten nicht machen würde. Aber ich spiele es natürlich trotzdem. Ab hier mit Mon Ventus müssen wir auch noch irgendwas machen. Das ist halt hier so allein die Stadt. Das machen wir in der nächsten Folge. Tja. Vielleicht eine Buslinie irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Und hier oben, die wachsen auch kaum. Aber hier ist Haufen Zeug in dem Hafen drin, das ist ja übel. Und hier unsere Insel, unsere Inselstadt, da ist auch Action. Ich würde ja eigentlich gern irgendwie mehr Zugverkehr abwickeln, aber es geht nicht. Aber naja, jetzt sind die anderthalb Stunden rum. Ich sag an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt friedlich. Wenn ihr mehr wissen wollt über meinen Kanal, keine Videos verpassen, weil dann abonniert, kommentiert und empfehlt mich weiter. Und denkt dran, Twitter, @FuxiLP könnt ihr mich abonnieren und dann seht ihr immer die aktuellen Videos. Ich sag an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt friedlich und ja, bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Aufnahme und bis dann. Tschüss.